Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und Happy Monday. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid glücklich und zufrieden und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufheitern kann. Ich hatte euch vor einer Weile gefragt, ob ihr eine abgedatete Daily Make-up Routine haben wollt, weil ich werde ganz, ganz oft bei Instagram gefragt, hey Maxim, was trägst du hier? Was hast du da? Was benutzt du für deine Augenbrauen? Warum sieht deine Base so aus, wie sie aussieht? Das werde ich euch heute alles erklären. Wir werden uns viel Zeit lassen. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich mein Alltags-Make-up mache. Das ist für viele wahrscheinlich ein Abend-Make-up. Für mich als Maxim Giacomo Maxim Giacomo YouTuber, der sich mit Make-up auseinandersetzt, ist das so mein Daily-Make-up. Natürlich wechsle ich immer mal ein paar Produkte, einfach um auch zu schauen, welche Produkte funktionieren wie in Kombination mit anderen, damit ich sie euch dann in den drei Videos, die ich die Woche hier hochlade, auch erklären kann und zeigen kann, wie funktionieren Produkte für mich, welche sind gut, welche sind nicht gut. Und das alles werde ich euch heute erklären. Bevor es losgeht, eine coole Sache. Ihr wisst, bald ist Muttertag und ich habe ein richtig, richtig cooles Angebot für euch von Asam, was ich euch gerne vorstellen möchte. Ihr wisst, ich arbeite seit ganz, ganz langer Zeit super gerne mit Asam zusammen, weil die Produkte sind super gut und es gibt immer richtig coole Angebote. Und selbstverständlich habe ich auch wieder einen Code für euch, den seht ihr einmal hier. Damit könnt ihr wieder ein bisschen was sparen und ich zeige euch die Sets. Das ist so ein Last-Minute-Muttertagsgeschenk oder auch einfach, wenn du dir mal was Gutes tun möchtest. Tut euch bitte regelmäßig selber etwas Gutes, weil selbst wenn niemand an euch denkt, ihr denkt immer selbst an euch. Und ich mache es zum Beispiel so, ich kaufe mir mindestens einmal die Woche selber Blumen beispielsweise, weil ich das ein schönes Gefühl finde. Und ich möchte euch von Asam zwei Sets vorstellen, die Influencer Choices Boxen. Und zwar haben wir hier einmal das Magic Finish Set. Da habt ihr einmal die Full-Size-Größe des Magic Finishes und ein Lippenstift, den werdet ihr auch heute in dem Video sehen. Den benutze ich regelmäßig. Ich liebe die Farbe Almond. Gibt's im Set. Ein super Angebot und ein schönes Geschenk. Falls ihr aber eher so Skincare verschenken wollt oder so ein bisschen Me-Time verschenken wollt, ist das, glaube ich, mein Favorit. Das ist das Aqua Intense Set und ihr habt hier einmal das Hyaluron-Reinigungsgel, was super schön aufschäumt. Ihr habt danach nicht das Gefühl, dass eure Haut spannt nach dem Abschminken. 200 Milliliter. Das ist extrem, extrem viel und man braucht ja vielleicht immer nur so eine Erbsengröße. Also ihr kommt damit super gut zurecht. Und dann haben wir hier einmal die Aqua Intense Supreme Hyaluron Creme. Die gibt eurer Haut einfach sofort Feuchtigkeit, zieht super schnell ein, ohne Duftstoffe und es sieht wunderschön aus. Ich setze euch den Link zu den Sets einmal unten in die Infobox. Schaut da gerne vorbei. Das Angebot gilt natürlich nicht so lange, nur solange der Vorrat reicht. Der Code ist unten eingeblendet und steht auch einmal in der Infobox. Vielen Dank an Asam, dass ihr mich immer so tatkräftig unterstützt. Es bedeutet mir viel, dass ich mit wenig Firmen arbeite, aber immer wieder regelmäßig. Ich habe so ein bisschen rosa noch an meinem Lid. Ich habe gerade noch ein anderes Video gedreht zu der neuen BH Cosmetics Palette. Das habt ihr am Freitag gesehen. Wir starten aber mit den Augenbrauen. Und das ist tatsächlich für mich mittlerweile ein ganz, ganz großer Schritt, weil ich mich da sehr, sehr stark verändert habe in den letzten Jahren. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, es gab eine Zeit, da sahen meine Augenbrauen aus wie zwei kleine, dünne, ausgeschnittene Balken. Denn es gibt ein neues Produkt, mehr oder weniger neu, von Anastasia Beverly Hills. Und ich weiß, es ist sehr, sehr teuer. Aber ich habe noch keine Alternative dazu gefunden. Ich hatte das NYX-Ding ausprobiert. Das funktioniert schon ganz gut, aber nichts. Auch nicht der Got-to-be-Haarkleber kommt an dieses Ergebnis davon ran und ich kann es nicht so begründen, weil das ist ganz besonders. Ich hole euch jetzt ein Stückchen heran, dann könnt ihr euch meine Augenbrauen ansehen. Es ist fantastisch. So, ihr seid schön nah dran. So sieht das Ganze einmal aus. Ich glaube, das ist mittlerweile wieder verfügbar. Ich nehme das und ihr seht, es ist schon fast leer. Also ich muss echt Nachschub besorgen. Ich nehme eine kleine Menge hier an meinen Spoolie und von hier hinten an und arbeite mir das hier ein und dann gehe ich hoch. Und ich arbeite dieses, das ist wie so ein Gel, ne? Ich arbeite das ganz, ganz fest hier hinten rein und wische damit die Augenbrauen nach oben. Dann nehme ich mir wieder was, gehe erst nach oben und dann immer in leichten Bewegungen. Man muss so ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel benutzt, weil sonst ist es zu verklebt. Ich habe mittlerweile meistens den Dreh raus. Ich drehe dann den Pinsel so und verbinde so ein paar Augenbrauen. Ich habe recht nah beieinander stehende Augenbrauen und dadurch kriege ich einfach schon mal
so eine gute Grundlage und die halten den ganzen Tag genauso. Ihr könntet jetzt hier hinten nochmal so runtergehen, das mache ich persönlich nicht, weil ich das so am liebsten mag. Und ihr seht sofort einen Unterschied. Ne? Hier geht das Ganze direkt hoch. Ich habe mir hier hinten immer ein Stückchen abrasiert, weil ich damit einfach am besten fahre, die Augenbrauen so ein bisschen nach oben zu kriegen. Und das dauert immer so einen kleinen Moment, bis man den Dreh raus hat. Aber dann kann man wirklich, schaut mal, das geht so einfach. Da kommt auch kein Soap Brows ran. Also ich hatte neulich von Rival Loves Me eins zum Beispiel. Das war auch sehr, sehr gut. Ich gehe dann mit meinem Finger einfach nochmal hier lang und drücke das dann so ein bisschen näher an die Haut. Sieht verrückt aus, ich weiß, aber glaubt mir, so bleibt es nicht. Als nächstes benutze ich immer einen Augenbrauenstift. Das ist völlig egal welchen. Ich habe jetzt hier einen von Il Makiage. Das geht nur darum, hier unten und hier hinten schon mal ganz leicht die Form unten zu definieren. Oben passiert eigentlich nichts. Ich möchte, dass es oben fluffig aussieht, aber unten sauber. Und das war's fast. Ich verblende das hier nochmal. Und das ist der erste Schritt. Ich schneide die Augenbraue gerne aus im Moment, weil ich finde, dann ist die Kante unten noch sauberer. Und der Rest kommt erst als wirklich allerletzter Schritt. Also bleibt bis zum Ende dran, dann wisst ihr, wie meine Augenbrauen funktionieren. So, seht ihr das Ganze auch nochmal von Weitem. Wir machen weiter mit der Pflege. Und dazu benutze ich im Moment fast ausschließlich die Fenty Beauty Hydrovisor als so ein bisschen als Sonnenschutz, aber nicht die Menge als Sonnenschutz. Wenn ich rausgehe, ist es mehr, aber da ich heute drin bin, reicht eine kleine Menge. Und ihr seht, das hinterlässt einen super schönen Glow. Ansonsten könntet ihr auch die Aqua Intense Pflege nehmen. Da schaut einfach, was euch am besten gefällt. Ich will jetzt aber hier wirklich dieses Glowy Make-up haben. Ihr seht, die Haut ist super schön glowy und das war's aber nicht. Das kommt nämlich noch hier von Charlotte Tilbury, der Hollywood Flawless Filter. Einmal hier unter die Augen und dann komplett übers Gesicht. Erinnere mich an eine Zeit, das hatte Huda Beauty, hatte das implementiert, diesen Hack. Sie hat ihr komplettes Gesicht in Liquid Highlighter getunkt. Könnte man auch machen. Ist ein bisschen zu viel. Das ist eher leicht. Es wird Full Coverage, sieht aber nicht so aus wie Full Coverage. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist halt sehr viel Glow, sehr viel Pflege. Und das Zeug gibt euch schon mal so eine zarte Deckkraft. Also würde mir persönlich nicht reichen. Sieht auch völlig Banane aus. Aber wir gehen ja mit Foundation rüber. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Und ich weiß, viele ärgert das immer so ein bisschen, wenn ich verschiedene Foundations mische. Ich habe für mich aber einfach festgestellt, dass wenn ich eine Foundation oder mehrere Foundations mische, ich die optimale Langlebigkeit, das optimale Finish, den optimalen Effekt auf der Haut jeden Tag ans Wetter, an meine Hautbedürfnisse und an den Look anpassen kann. Ich empfehle euch das. Probiert es aus. Nicht jede Foundation klappt mit jeder Foundation. Meistens funktioniert es aber. Dafür habe ich hier meine Mischplatte und da mische ich jetzt. Ein Pump von der Elf Camo Foundation. Ein Pump von meiner vierten Flasche Rival de Loup Hyaluron Make-up. Ein Pump von der Nabla Foundation. Und für die Langlebigkeit ein Pump von der Huda Beauty Foundation. Ich weiß, das ist eine Menge. Das ist Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch. Aber ihr wolltet eine updated Make-up-Routine von mir haben? Here you go. Das ist mein Alltags-Make-up, Freunde. Und setze mir das dann hier hin. Erstmal mit dem Pinsel und dann ist er fast sauber und dann kann ich hier über die Augenbrauen rübergehen, weil da ist es immer recht schwer, einen Pinsel oder einen Schwamm auszublenden. Für mich, wenn man die Augenbrauen schon gemacht hat, dann kann man hier nochmal hochgehen am Ende. Aber ihr seht schon, es wird viel. Nehme ich mir hier einen Buffing Brush und arbeite mir erstmal nur das ein, was ich hier habe. Und da lasse ich mir Zeit. Das habe ich irgendwann mal, da habe ich noch kein YouTube gemacht, da hat Hatice ein Video zu gemacht, wie sie ihre Base macht. Und sie meinte, je länger man sich Zeit nimmt, die Foundation in die Haut einzuarbeiten, desto schöner wird das Ergebnis. Und das stimmt, weil ihr eurer Haut einfach Zeit gebt, die Foundation so ein bisschen aufzunehmen. Sie kann so ein bisschen warm werden, sie schmilzt dann schön. Und dann kann ich gucken, wenn ich das fertig gemacht habe, wo mir noch so ein bisschen Deckkraft fehlt. Unter den Augen ist bei mir natürlich immer wild, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen lang. Und durch die Huda Beauty Foundation habe ich halt nicht so einen super glowy Finish durch die anderen Foundations, die ich benutzt habe, sondern ein sehr, sehr deckendes, aber trotzdem super langanhaltendes Ergebnis. Also die Huda Beauty Foundation ist eine der wirklich langanhaltendsten Foundations, die ich habe, auch neben der neuen Maybelline Active Wear. Da stempelt sich nichts in eure Masken ab. Das ist wirklich krass. Also ich gehe auch hier über meine Lippen so ein bisschen, weil
wenn ich gleich den Lippenstift drauf mache, dann will ich eine schöne scharfe Kante haben. Und das habe ich nur, wenn ich meine eigene Lippenfarbe, die ja doch schon sehr pigmentiert ist, so ein bisschen kaschiere. Ihr seht, ich habe jetzt hier meinen Schwamm. Ich gehe in den Rest hier rein, in meine Hand. Und dann stempel ich einfach komplett übers Gesicht und presse die Foundation richtig, richtig tief in die Haut. Das sorgt einfach dafür, dass ihr A, eine sehr glatte Oberfläche habt und dass sie tiefer in der Haut sitzt und auch natürlicher aussieht. Worüber ich mich immer sehr freue, ist, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen jetzt halt schon eine Weile lang nicht mehr auf Events gesehen habe oder so, sagen halt immer krass, dass deine Base, obwohl du so viel Make-up benutzt, so ebenmäßig aussieht. Und das ist halt dieses, ich lasse mir Zeit, ich arbeite mir die Produkte tief ins Gesicht, lasse Zeit dazwischen, lasse es so ein bisschen anschmelzen und gebe der Haut die Zeit, sich mit der Foundation zu verbinden. Base ist einmal glatt, ich sehe aus wie eine glatte Leinwand und das soll nicht lange so bleiben, denn ich war mir nicht so sicher, welche Cream-Contour-Produkte, Cream-Bronzer-Produkte ich benutzen möchte. Ihr könnt entweder von Natasha Denona, das ist sehr, sehr teuer. Ich habe aber keine günstigen Cremeprodukte gefunden in der Drogerie, die mir gefallen. Also falls ihr da einen Tipp habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin gewillt, neue Produkte auszutesten. Ich benutze aber hier im Moment wirklich jeden Tag die Trini London Produkte. Als erstes die Farbe Serena, das ist ein kühles Braun. Das arbeite ich mir mit einem Pinsel von Leni Brushes hier hinten hin. Nur hier, weil das ist eine sehr, sehr kühle Farbe. Ihr seht, sehr pigmentiert und ich stempel einfach. Ich stempel, ich stempel, ich stempel immer über dieselbe Stelle. Das ist jetzt sehr dunkel, wird am Ende aber nicht mehr so krass aussehen. Und mein Make-up, das darf man halt nicht vergessen. Und das ist mir wichtig, dass ich euch das auch nochmal sage und mir die Zeit nehme, euch dazu sagen. Das Make-up, was ich schminke, das ist Instagram-Story-Kamera-Make-up. Das ist sehr, sehr viel. Es geht im Alltag, aber ich fühle mich selber manchmal im Alltag ziemlich zugespachtelt. Aber dadurch, dass meine tägliche Arbeit vor einer Kamera ist, egal ob hier oder im Handy, habe ich halt gelernt, wie ich das mache. Und das funktioniert bei mir. Schmelzen. Ihr seht, die Cremeprodukte, sie bleiben lange auf meinem Gesicht, bevor ich überhaupt mit Puder reingehe. Das funktioniert nicht immer, wenn man zum Beispiel Stress hat, aber wenn ich das vermeiden kann, dann funktioniert es sehr gut. Ich nehme jetzt den Pinsel von Letizia. Das ist aus der Technik Series, der T4 Brush. Das sind synthetische Haare, die sind perfekt für Cream-Produkte. Das ist die warme Farbe jetzt von Trini London. Und da stempel ich jetzt einfach hier rüber, dass ich diesen Übergang zwischen kühl und warm hinkriege. Okay, jetzt kommen wir zum Concealer. Und da benutze ich tatsächlich eigentlich fast ausschließlich nur noch diesen hier. Der ist von Kimchi Chic. Kimchi ist eine Drag Queen. Und wenn ihr euch so ein bisschen mit Drag Make-up auskennt, Drag Make-up ist viel. Es ist viel Deckkraft und es ist Kamera-ready. Ihr könnt natürlich wenig davon benutzen, dann seid ihr nicht ganz so zugespachtelt. Can't relate. Und gehe wirklich hier bis zu meinen Wangenknochen und hier runter. Und da muss man sich jetzt so ein bisschen beeilen, der trocknet recht schnell an. In der Zwischenzeit konnten aber alle anderen Cremeprodukte sich schon sehr gut mit der Haut verbinden. Ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, Mensch, Maxim, wo ist denn der Blush? Den mache ich immer zum Schluss, weil wenn ich den Concealer ausgeblendet habe, sieht man den Blush nicht mehr. Der Bronzer und die Kontur kann leichter werden, aber der Blush soll heavy bleiben. Und jetzt seht ihr auch, ich habe die Nase einfach gehighlightet. Boom. Und seht ihr den Farbunterschied? Hier ist es hell und hier ist es dunkel. Ich bleibe hier wirklich, das ist wie so ein weißer Eyeliner. Das sieht jetzt total verrückt aus, aber Freunde, trust the process. Am Ende, es ist fantastisch. So, Concealer ist ausgeblendet. Jetzt kommen wir zum Cream Blush. Und da benutze ich wirklich, ist ein super günstiges Produkt von Maybelline, diese Cheek Heat Dinger. Gehe mit dem Fenty Brush hier rein, arbeite mir das in der Hand, in den Pinsel und dann tupfe ich das hier leicht drüber. Der ist sehr gelig und man muss so ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht zu nass ist, dass es die Foundation und den Concealer so ein bisschen wieder wegnimmt. So einen leichten Touch Farbe. Den blende ich wirklich schön in den Concealer mit ein und in die Contour. Mit dem Rest gehe ich einfach komplett über mein gesamtes Gesicht. Ich finde, das gibt dem ganzen Gesicht immer noch mal so ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Frische und gibt ihm wieder Farbe. Weil ich habe natürlich beige, 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 braun, beige, grau, rot. Und durch diesen rosa Touch sieht die Haut wieder aus wie Haut. Und dann geht es recht schnell. Ich nehme mein Mikrofasertool, gehe in mein loses Puder, stempel erst in der Hand ab, guck nach oben und gehe nur leicht runter. Erstmal so einen leichten Touchpuder.
Weil wenn ihr sofort mit Baking-Puder runtergeht, und ich bake jeden Tag immer noch, es funktioniert bei mir einfach am besten, sonst läuft das alles in die Falten, dann kann es sein, dass es fleckig wird. Und wenn ihr erstmal so eine leichte Schicht Puder habt, dann ist die Oberfläche schon so ein bisschen angetrocknet und dann kann man heavy unter die Augen gehen. Ich bake auch grundsätzlich meine Augenlider, weil ich dadurch, dass ich so viel Produkt an Creme drauf habe, das schnell in die Fältchen läuft. Und mit dem Rest, den ich hier am kleinen Mikrofasertool habe, hier unten lang und bake die Kontur. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, Maxim, welches Puder benutzt du? Ich kann es euch nicht sagen. Da sind fünf verschiedene Puder. Welche aber drin sind, sind auf jeden Fall die Rival de Loop Ready for the Frill. Es ist Huda Beauty mit drin. Es ist das Anastasia Puder mit drin. Ich habe jetzt neu dieses Dior Puder so ein bisschen mit reingemischt, weil das so einen leichten Flieder-Touch hat und ich dadurch wie so eine Color Correction nochmal ins Puder mit reinkriege. Und dann stempel ich einfach, bis das Puder fast weg ist, in die Haut ein und ihr seid tot, matt und gebaked. Ihr braucht kaum noch Bronzer, ihr braucht kaum noch Contouring, weil ihr seht, ich habe das hier schon mit drin. Was ich aber gerne mache, ich nehme Bronzer-Pinsel, einen kleinen, der ist von Kisu, und gehe in Bronzer rein. Hier ist jetzt noch ein bisschen was drin. Ich kann euch da wirklich den von Love & Glue empfehlen. Der ist so ein bisschen kühler und damit gehe ich hier einfach lang und immer nach oben. Ansonsten bleibe ich bei diesem Produkt, nehme mir einen fluffigen Pinsel, gehe hier rein und gebe mir den in die Lidfalte. Das schattiert die Lidfalte, das trennt sie so ein bisschen vom beweglichen Augenlid und gibt dem Gesicht nochmal so ein bisschen Bewegung. Mit dem Rest kann ich dann hier die Nase einfach nochmal so ein bisschen konturieren. Konturiert ihr noch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Okay, wir kommen zum Blush. Und ja, es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Blush mit dazu, weil ich finde, diesen Cream Cheaty Dingsbums, da sieht man nicht mehr viel. Deswegen auch hier von Natasha Denona, dieser Blumenblush, der ist nicht teuer. Ich verlinke euch die Produkte alle unten mal. Gehe ich hier rein. Ganz wenig. Der ist extrem pigmentiert. Hierauf. Zack. Fertig. Die Augenbrauen schließe ich ab mit dem NYX Lift and Snatch Eyebrow Pen. Schüttel den immer so ein bisschen und dann gehe ich hier einfach noch mal leicht durch und zeichne mir so künstliche Haare rein. Im Alltag ist es bei mir meistens zu doll, aber in der Kamera sieht es aus wie ein fluffiges Make-up. Als Highlighter benutze ich aktuell am liebsten von Twicy die Farbe Magic Rust, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr intensiver Highlighter. Und da gehe ich mit so einem flachen Pinsel rein, nur ganz leicht, klopf ab und dab das nur so hier rüber. Nase und hier. Extrem Bewegung wieder und sieht nicht matt aus. Kommen wir zu den Lippen und da ist die Kombi eigentlich recht einfach. Ich habe sie euch schon oft gezeigt, ich zeige sie euch aber sehr, sehr gerne nochmal, weil ich auf die am meisten angesprochen werde. Und das ist als erstes der NYX Liner in der Farbe Nude Truffle. Dann gehe ich mit dem Asam Lippenstift in der Farbe Almond einmal rüber. Der hat die ähnliche Farbe, aber so ein bisschen rosafarbener. Und dann der einzige Lipgloss, den ich benutze, ist dieses Huda Beauty Silk Balm Ding. Dieses Ding ist einfach Magie. Es hat nicht das Gefühl wie Lipgloss, es sieht aber so aus und es pflegt die Lippen. Als Mascara benutze ich im Moment sehr, sehr gerne die Skyhair Mascara von Maybelline. Die ist super gut bei meinen Wimpern. Ich weiß, dass sie bei einigen nicht funktioniert. Bei mir funktioniert sie im Moment sehr, sehr gut. Und das ist der Look, den ich jeden Tag trage. Es ist eine Menge. Es ist super viel Make-up. Man merkt, dass man Make-up im Gesicht hat. Aber Freunde, schaut es euch an. Der Glow ist da. Ich hole euch ein Stückchen näher, damit ihr die Base seht. Ihr seht, die Base sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Trotzdem, dass ich viel Make-up benutzt habe, ist es alles noch recht natürlich. Ich bin gesch... Also, natürlich. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Wie gefällt er euch? Ist es euch zu viel? Würdet ihr sagen, okay, in der Kamera stimmt schon. Man muss halt beachten, ich sitze vor der Kamera, ne? Also für den Alltag ist das schon eine Menge, aber ich liebe es. Also ich fühle mich super, super wohl. Setten tue ich selten im Moment. Wenn, dann benutze ich hier im Moment ganz gerne hier von Benefit des Professional. Ansonsten, es geht einfach nur darum, dass so ein bisschen das Pudrige weggeht. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Asam vorbei. Ich empfehle euch wirklich diese Sets. Große Empfehlung von mir. Schönes Geschenk für andere oder für euch. Link ist unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.